Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazu passenden Video hier am Strand von Maspalomas. Heute am 31. März 2024. Es ist 7.46 Uhr und das Thermometer zeigt hier 19 Grad an. Wir haben auch schon leichten Wind. Ja, wieder vor dem Sonnenaufgang. Der ist genau in 7 Minuten um 7.52 Uhr. Aber wir werden es etwas später erleben, denn wir haben die Dünen davor. So, da lassen sich gerade zwei Möwen nieder, direkt am Strand, aber steigen schon wieder auf. Ja, mir kommt es so vor, als ob die Wellen jetzt genau aus der anderen Richtung kommen, nämlich so halb rechts hier. Ah, da ist irgendwas am Boden. Jetzt, und jetzt kommt auch der andere Vogel, der hat es bestimmt mitgekriegt, dass es da was zu futtern gibt. Nein, der geht wieder andere Richtung. Ja, so sieht es vor dem Sonnenaufgang hier aus. Ja, dann machen wir gleich die Wetterdaten. Tiefstwerte waren es heute um die 18 Grad, Höchstwerte werden um die 26 Grad erwartet. Sonnenaufgang, wie gesagt, 7.52 Uhr gleich. In 5 Minuten und 20.19 Uhr ist Sonnenuntergang. Zu den Gezeiten. Niedrigwasser ist um 11.32 Uhr. Wir haben jetzt ablaufendes Wasser, also ideale Bedingungen für Strandwanderungen. Und um 17.45 Uhr ist wieder Hochwasser. Ja, eine Stunde Zeitverschiebung im Vergleich zu gestern. Deswegen wird es auch erst um Viertel nach acht dunkel. An dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Teilen der Videos, fürs Interesse, für die lieben und netten Kommentare, die Begleitungen dann auch im Urlaub. Und da habe ich einiges aufzuarbeiten. Und ich werde euch immer, so wie sie kommen, es ist ja egal, ob zuerst Hongkong kommt oder dann Singapur oder Bangkok, so kleine Ausschnitte teilen, denn ich stelle ja ein gesamtes Urlaubspaket zusammen. Und da werde ich dann sozusagen diese Schnipsel davon euch präsentieren. Das ist ein Urlaubsvideo, was ich ja für mich mache. Das habe ich ja aufgenommen, um das noch besser in Erinnerung zu halten. Die Frage kam, ob das Gesamtwerk dann auch öffentlich ist, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Öffentlich, ja. Harry ist zu sehen im Video, im 360 Grad 4K Video. Das ist auch so ein Thema. Ich habe ja den Kanal und da gibt es dann ausschließlich 360 Grad Videos beziehungsweise Drohnenvideos, also die ein bisschen anders sind. Und da ich ja mit einer Kamera aufgenommen habe, 360 Grad, kann ich diese Videos sozusagen zweimal machen. Einmal 150 beim Runterladen und einmal 360. Und die 360, die sind eben dann auf dem anderen Kanal sichtbar. Und da man ja bei so einem Video alles sieht, oben, unten, links, rechts, da bin ich eben auch ab und zu mal zu sehen. Ja, das macht Spaß mit den 360 Grad Videos. Zum Beispiel hat man da eine Einstellung, ich sage mal Sekunde 15, und dann sieht man, hoppla, was ist denn da eigentlich oben und was ist links und rechts oder hinten. Und dann kann man mit dem Finger sozusagen
einfach einmal im Kreis drehen und hat dann die anderen Betrachtungsweisen. Ja, es dauert noch ein bisschen bis zum Sonnenaufgang. Wassertemperatur immer um die 19, 20 Grad. Es wird nicht kälter. Und es bedeutet, dass es jetzt schon bald wieder wärmer wird. Einmal der Blick hier zurück. Und hier in die Berge, da sieht man eigentlich noch gar nichts. Da ist er wieder, unser Einfüßiger. Ich denke mir, ich habe was gehört, als ob er mich gerufen hätte. Hört ihr ihn? Und jetzt fliegt er von dannen. Aber er setzt sich noch mal hin. So, und jetzt kommt da auch die Sonne ins Spiel. Ja, das sieht besonders schön aus, wenn jetzt die Wolken angestrahlt werden. Ich habe ja auch noch die andere Kamera dabei. Das heißt, ich muss mal schnell die Pause machen. Ja, und jetzt habe ich nochmal die Kamera in 4K Auflösung dabei. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal so an. Schön, wenn die Sonne so jetzt langsam vorkommt. Jetzt haben wir den Sonnenaufgang offiziell hier auf der Insel Gran Canaria am Strand von Maspalomas. Und ich werde euch diese Frequenz vielleicht mit dranhängen in 4K. Also dranhängen geht nicht. Ich muss es dann extra senden. Aber dass man mal den Unterschied sieht. Zwischen der normalen Auflösung und 4K. Und ihr könnt ja dann berichten. Versucht die Kameras möglichst gleich zu halten.
Ja, das kann man nicht stoppen, das Aufgehen, und das ist auch schön so. Und ich bin wieder froh und dankbar, dass ich sowas erleben darf. Ja, was für ein schönes Bild, gerade mit dem Wasser hier, mit den Wellen. So, das sind jetzt 2,5 Minuten, die ich mit der anderen Kamera aufnehme. Da viele Menschen ja auch andere Betrachtungsweisen haben, sich das am Fernseher ansehen, glaube ich schon, dass es einen Unterschied zu sehen gibt. Und am Handy eher wohl weniger. Also, macht dann noch eins danach. Und da steht dann drauf, der Sonnenaufgang in 4K. Und das dauert dann ungefähr 3,5 Minuten. Kommt mir fast so vor, als ob wir jetzt hier weniger Wind hätten. So, wieder hier die Spiegelung in den Fensterscheiben vom Hotel Faro. Ja, irgendwann wird die Wolke da vorne dann die Sonne auch wieder verstecken. So, schön, der Morgenspaziergang, ein bisschen Stille genießen.
ja, viele Menschen, die den Kanal jetzt schon seit längerem verfolgen, die haben ja auch schon langsam mitgekriegt, wie viele Jahre ich dann hier schon auf der Insel bin. Und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das früher war. Das war schon ein anderes Thema hier. Fuß zu fassen. Ich kann mich erinnern, dass meine erste Selbstständigkeit hier auf der Insel bedeutet hat, dass man einen Spanier einstellen musste. Ja. Und sonst hat man seine Papiere als Autonomo, wie das heißt, hier nicht bekommen, weil ich gefragt wurde am Freitag, ob es Unterschiede gibt zu früher, zu heute. Tja, dann mussten wir unsere Papiere auch regelmäßig alle halb Jahr erneuern und das hat immer viel Geld gekostet in Las Palmas. Da musste ich dann früh um 4 nach Las Palmas fahren und um 5 anzustehen, dass man um 7 dann dran kam und dann erfahren hat, dass die Hälfte der Papiere fehlen. Und das bedeutete dann nochmal hinfahren. Nichts mit online, nichts im Internet. So, und jetzt liegt hier wieder eine Riesentüte. Ist unvorstellbar. Wer mit sowas an den Strand geht, man kann es einfach nicht glauben. Ja, da vorne, deswegen machen wir gleich den Weg, da tue ich sie dann eben entsorgen. Es sind auch schon 100 Menschen vorbeigegangen. So, dann haben wir auch gleich den Blick in die Berge. Ich müsste jetzt ja nicht, ich könnte die einstecken, aber ich habe jetzt so viel Sachen und deswegen gehen wir einfach mal hier zwischen die Liegestuhl rein. Ja, und dann haben wir nochmal einen speziellen Blick hier. So, dann sage ich nochmal Danke an den edlen Spender. Er möge so eine Tüte zum Frühstück bekommen. Deswegen habe ich die Taschen machen lassen. Ich habe noch welche, die Harry-Taschen. Aus Stoff, schön fest, mit Reißverschluss. Oder mit einem Geldfach extra, nicht Reißverschluss, mit dem Boden drin. Wer sie haben möchte, der schreibt mir. Also die gibt es dann nur hier am Freitag, am Faro. Habe ich ja extra deswegen machen lassen. Dass man nicht diese Plastiksachen mitnehmen muss. Ja, apropos Freitag, 16 Uhr, wer möchte, kann mit dazukommen. Können wir uns unterhalten mit und ohne Kamera. Und ja, ganz einfach kennenlernen, treffen. Für mich interessant. Am Anfang habe ich ja nicht gewusst, wo es hinführt und jetzt mittlerweile ist es für mich die beste Informationsquelle. Ja, Plan B kommt immer wieder, ihr lest es ja in den Kommentaren, was ist das? Der ein oder andere, der eben nicht regelmäßig die Videos schaut, hat gehört Plan B. Die Antje hat mehrere Erklärungsvideos gemacht. Ich hänge die immer am Ende mit dabei. Plan B ist ein Reiseleiter, ein Reiseführer. Mit den, ich sage mal, 25 wichtigsten und bekanntesten Zielen hier. Denn es unbekannte Ziele gibt es nicht auf so einer kleinen Insel. Es, wenn was schön ist, kennt man es, weiß man es. Und so kann man dann, man hat davon gehört und jetzt erfährt man eben, wie man hinkommt. Auch die neue Gran Canaria Olé ist wieder online. Auch da könnt ihr selbstverständlich dann immer das Beste raussuchen. Und die Veranstaltungen. Die hat übrigens die Antje schon wieder runtergeladen. Die könnt ihr lesen. Da braucht ihr noch nicht mal, jetzt seid ihr ja nicht da, habt die Zeitung vielleicht nicht oder kommt jetzt die Tage an und dann könnt ihr von der Gran Canaria Olé schon den Veranstaltungskalender ziehen.
ist, glaube ich, seit gestern, kommt in die Beschreibung mit dabei. Heute, also jetzt bei dem Video. So, habe ich es nicht gesagt, die Wolke. Und deswegen drehen wir jetzt auch rum und machen kehrt. Nein, der Wind ist genauso wie vorhin, vorne. Kein großer Unterschied. Ah, und da ist wieder jemand, den ich kenne, dessen Tochter lebt. Hola! So, ich habe gerade Ramiro getroffen und er zeigt mir jetzt das Foto vom Enkelkind, von seiner Tochter Marcella. Ich habe euch erzählt, die ist ja in Deutschland. Schaut euch an, die Kleine. Drehen wir mal so. Ah, sie ist mir vor. Das ist die Kleine. Ocho meses? 8 Monate ist sie alt. Jawohl. Ihr Name ist da? Valentina. Valentina. So, ja, wir kennen uns schon und ich habe auch die Tochter kennengelernt. Hier beim Strandspaziergang. Und sie lebt in Deutschland und war vor einem Monat hier. Da ist sie nochmal. So. Jawohl, saludos. Hi. Muy bien. Ja. So, da geht der Freund. Ja, man hat sich, ach, ich weiß nicht wie viele Jahre schon, wir uns immer so mehr oder weniger regelmäßig am Strand sehen. Und deswegen kennt man dann auch mal die Geschichte der Menschen. Und man ist immer freundlich. Willst du die Fotos sehen? Sagt er. Sag ich, freilich. Und ganz stolz, dann packt er das Handy aus und freut sich. Ja, das ist das Salz in der Suppe. Das ist auch das, was wir jetzt in den letzten Wochen im Urlaub kennengelernt haben. Gastfreundschaft, Herzlichkeit, Offenheit, Lachen, fröhlich sein. Und das geht heute sehr, sehr häufig verloren. Verbittert, verbissen, stur. Leider. Und das ist auch das Besondere, was ich eben dann doch auch so schätze hier. Es ist auch manchmal laut, ganz klar. Und es ist auch manchmal, ja, was weiß ich, wie sagt man, ein bisschen chaotisch. Aber ich habe in der Zwischenzeit das Schätzen gelernt. Ich werde es nicht vergessen, der Flieger nach Madrid von Dubai. Und wie es der Reise zum Ende ging, da wurde schon gesungen und sich auf die Heimat gefreut. Und Viva España angestimmt im Flieger. Und man hat dann richtig gemerkt, wie die Freude auf zu Hause dann in den Menschen dann hochkam und gesagt, so, jetzt sind wir wieder daheim. Schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Aber ich habe viel aufgenommen. Ja, und wer sehen möchte, es ist ja gekennzeichnet. Es ist ja so ganz klar, wenn ich Gran Canaria Interesse habe und dann bringt derjenige einen Film von Hongkong, dann habe ich vielleicht kein Interesse, diesen Film zu sehen. Also ist das dann sozusagen nur für die, die es eben sehen möchten. Und für mich ist das ja in dem Sinne jetzt nicht so viel Arbeit mehr, denn ich mache ja so und so aus diesen kleinen Teilen einen Film. Ja, heute die Realität, heute geht's zum Leuchtturm, zum Faro, zum Boulevard. Ich muss ja da mal, weil seit 4 Wochen, ja, ich war am Freitag da, aber Freitag ist ja was anderes. Und deswegen muss ich da mal wieder hinschauen. Das ist auch, auf was ich mich gefreut habe, wo ich gesagt habe,
das ist wieder schön. Da habe ich dann keine Autos, keine Hektik, kein Gehupe. Da habe ich dann die Touristen am Boulevard, die Menschen, die Urlauber und die Einheimischen. Ja, was soll ich sagen? Ich mache ich jetzt ein bisschen schneller auf dem Weg. Jetzt kommt die Sonne wieder durch. Jetzt wird es ja gerade schön. Ja, die Farben jetzt wieder. Nein, ich pack die andere Kamera jetzt nicht nochmal aus. Nein. Oder? Ich habe sie ja in der Tasche. Doch. Mache ich nochmal. Wenn ich sie doch schon dabei habe, dann haben wir einmal die Richtung Sonnenaufgang und einmal mache ich dann eben noch 2 Minuten. So, nochmals zur Info. Ich habe jetzt beide Kameras an. Einmal die Pocket 3 und einmal die Pocket 2. Und habe die gleiche Richtung, die gleiche Haltung. Und mit der Pocket 2 mache ich die normale 1080 Auflösung und in 4K. Jetzt hier mit der anderen. Mit der Pocket 3. So, und ich hänge euch dann nicht dran. Das geht nicht, sondern ich muss es separat machen, weil es verschiedene Qualitätsstufen sind. Aber ihr könnt dann ganz einfach kurz danach dann betrachten den Unterschied und sagen, ob es sich lohnt, weil es ist wesentlich mehr Zeitaufwand, diese 4K dann eben fertigzustellen. So, ich versuche sie auch richtig gleich zu halten. Ja, beim einen habe ich jetzt das Mikro mit dabei, beim anderen leider keins. Deswegen die Windgeräusche, das sollt ihr euch nicht dran stören. Das ist eben so. Doch hier ist der Wind heftiger, auch vorhin gewesen. Das habe ich mich, da habe ich mich nicht getäuscht. So, mal ein Schwenk. Ja, zu sehen, die Kameras, die bewegen sich doch gleich. Also der Gimbal. Ja, der Wind ist natürlich jetzt schon ein bisschen störend. So, das war's jetzt. Also ein extra separates Video irgendwann im Laufe des frühen Nachmittags mit der Aufnahme in 360, ein Ausschnitt aus dem Wettervideo heute Morgen. So. Ja, habt ihr fast meinen ganzen morgendlichen Spaziergang miterlebt? Und jetzt freue ich mich auf einen heißen Tee
und dann einen schönen Kaffee. Ich habe auch in der letzten Zeit, also schon vor dem Urlaub, auch meine Ernährung ein bisschen umgestellt, weil wir gefragt wurden oder in den Kommentaren, wie ist denn da das Frühstück gewesen, jetzt zum Beispiel in den asiatischen Ländern. Also Frühstück, sage ich, wenn Frühstück mit dabei ist oder wenn man es gebucht hat, ist es ganz normal. Man bekommt alles von der Reissuppe am Morgen bis zum süßen dänischen Gebäck. Aber eben auch...